Ihr habt meine Zeit verschwendet, Varric. Das hat jetzt ein Ende. Ihr verletzt mich, Sucherin. Der Champion hat beinahe einen Krieg ausgelöst und ihr habt nichts Besseres zu tun, als diese Tatsache in euren Worten zu begraben. Ihr werdet mir von den Qunari erzählen. Was gibt es da noch zu sagen? Der Arishok wurde getötet und ein Champion wurde gekrönt. Und doch haben die Orlesianer mit Sanktionen jeglicher Art und Härte gedroht. Was ist auf Chateau 1 vorgefallen? Was wurde aus Talis? Ihr habt von ihr gehört. Wir hatten jemanden vor Ort, aber ihm fehlten eure Verbindungen. Was auch immer Talis für den Champion gewesen sein mag, hat offenbar eine ganze Nation verärgert. Tausende Leben standen auf dem Spiel, Sucherin. Für eines gilt das womöglich noch immer. Wie angenehm vage. Na gut, bereiten wir die Bühne. Ein Hinterhalt, eine Einladung und eine Jagdfeier. Und das alles nur wegen Talis. Und natürlich ist hier mal wieder niemand. Ich weiß nur, dass es irgendetwas mit euch und ein paar Adligen zu tun hatte. Auf Schnippler ist normalerweise Verlass. Darauf, dass er uns in einen Hinterhalt führt, meint ihr? Warum das denn? Es muss doch nicht immer ein Hinterhalt sein. Na schön. Manchmal ist es vielleicht schon ein Hinterhalt. Und da ist der Champion von Kirkwall. Heute sterbt ihr! Oh! Worauf wartet ihr? Wer zum Teufel ist das? Ich war! Nachlässig. Man sollte meinen, die Krähen könnten das besser. Sie machen es schon seit einer Ewigkeit. Ein beeindruckender Auftritt. Ihr wisst euch wirklich zu bewegen. Ja, nicht wahr? Mein Name ist Talis und ich habe nach euch gesucht. Ihr habt nach mir gesucht? Nach der Frau, die eine Einladung nach Chateau Anne hat, um genau zu sein. Ah, das hat Schnippler also gemeint. Ihr erinnert euch doch. Herzog Prosper, der Kerl, der sich beim Empfang zu Ehren des Champions von Kirkwall die ganze Zeit über bei euch eingeschmeichelt hat. Er hatte was von einer Jagd erzählt. Ich bezweifle, dass ich zu so etwas gehen würde. Ich hatte gehofft, ihr würdet es euch nochmal überlegen. Der Herzog ist ein großartiger Gastgeber. Hab ich zumindest gehört. Lasst mich raten, das wird kein reiner Höflichkeitsbesuch? Ich muss ihn um etwas erleichtern, das sich unrechtmäßig in seinem Besitz befindet. Und allein schaffe ich es nicht. Ihr wollt, dass wir einen Diebstahl begehen? Orlesianer zu bestehlen ist nie falsch. Habe ich zumindest gehört. Es gibt immer einen Haken. Uns hilft nie jemand, ohne dass es einen Haken gäbe.
Ich hatte nicht geplant, euch auf diese Weise zu fragen. Ich wollte mich euch eigentlich mit etwas weniger Blut vorstellen. Wenn wir das tun würden, dann doch gemeinsam, oder? So war's gedacht. Oder hattet ihr etwas anderes im Sinn? Ich bin übrigens hier, wisst ihr? Ich finde einfach nur, wir sollten einander besser kennenlernen. Ich denke, das würde mir gefallen. Dann erzählt mal, was genau wollt ihr denn stehlen? Ein Juwel. Der Herzog denkt, es sei wertvoll. Nur eben nicht auf die Weise, wie er es sich vorstellt. Noch wichtiger ist jedoch, dass er es überhaupt nicht besitzen dürfte. Wer über das Wasser gehen möchte, muss zuerst schwimmen lernen. Begleitet mich zum Chateau Elne. Unterwegs erkläre ich euch dann alles. Wenn nichts daraus wird, bekommt ihr zumindest guten Wein und noble Gesellschaft. Allerdings hoffe ich, dass ihr mehr wollt als nur das. Die Sache gefällt mir nicht, Hawk. Denkt ihr, es ist eine Falle? Oder wollt ihr einfach kein Anliegen bestehlen? Ich denke, wir sollten das Gesetz nicht für jemanden brechen, den wir gerade erst kennengelernt haben.